Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode im Modul C der Informationssuche. Das Internet bietet Ihnen sehr gute Möglichkeiten, Informationen nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden. Die meisten in Deutschland machen das aber tatsächlich nur mit Google und ein paar nutzen auch Yahoo oder Bing oder T-Online. Bing ist der Suchdienst von Microsoft. Und verpassen dabei eigentlich sehr, sehr viel. Und insbesondere wenn man als Wissenschaftler oder als Student, Studentin Informationen suchte, sollte man das ein bisschen besser können, als einfach nur bei Google einen Suchbegriff hineinzutippen. Allgemein hat zur Online-Recherche einige Vorteile. Sie können auf exzellente Quellen stoßen, müssen aber nicht. Sie können sich sehr schnell einen Themenüberblick verschaffen. Sie kriegen Zugang teilweise zu Quellen, die sonst sehr, sehr schwer verfügbar sind oder zumindest nicht vor Ort verfügbar sind und sehr lange dauern, sie zu beschaffen. Sie können sehr aktuelle Informationen finden. Sie können überall, wo Sie einen Internetzugang haben, darauf zugreifen oder suchen. Also Sie können auch zum Beispiel vielleicht zu Hause bei Ihren Eltern suchen, obwohl es da vielleicht keine große Bibliothek gibt. Sie entwickeln eine Informationskompetenz durch den Umgang mit vielen Informationen, was sie immer stärker brauchen. Und sie können die Verfügbarkeit von ja, auch zum Beispiel Dingen wie Büchern etc. prüfen, was ihnen viel Zeit spart. Es gibt natürlich auch Nachteile. Man findet auch viele Dokumente mit sehr geringer Qualität. Es ist häufig manchmal schwierig, die Autorenschaft oder das Datum der Informationen herauszufinden. Es gibt nicht automatisch eine Qualitätsbewertung und es ist auch sehr leicht, den Überblick zu verlieren, wenn man so viel, wenn man zu einem Suchbegriff 1, 2 Millionen Ergebnisse zurückgeliefert kommt bei Google. Im wissenschaftlichen Kontext, im akademischen Kontext, wenn Sie mit Informationsbeschaffung anfangen, würde ich insbesondere, wenn es um Hausarbeiten geht und um Bachelor-Thesis und Master-Thesis und Referate etc., dann würde ich Ihnen als ersten Zugang dennoch den Bibliotheksbestand empfehlen, wenn Sie einigermaßen wissen, wonach Sie suchen. Den Katalog der Staats- und Universitätsbibliothek können Sie online durchsuchen und da können Sie nicht nur nach Büchern durchsuchen, sondern vor allem auch nach elektronischen Dokumenten. Das bedeutet, Sie können dort vor allem auch in wissenschaftlichen Zeitschriften, die mit das Aktuellste an Wissen darstellen, online durchsuchen und sich die Dokumente runterladen, die Beiträge. Und das ist ein sehr, sehr großer Zeitvorteil. Früher hat man ja, Fernsehen machen müssen und dann kam nach 2, 3, 4 Wochen dann der Artikel und dann sah man erst, ob das überhaupt Relevanz hatte und konnte dann vielleicht innerhalb des Artikels wieder nach neuen Quellen suchen. Insofern, wir haben wir haben einen Screencast dazu erstellt, wie man die eLib benutzt. Den tun wir auch noch reintun in das Modul. Sie sollten auf alle Fälle auch mal bei der UniBib vorbeigehen, falls Sie es noch nicht getan haben und eine der Schulungsangebote wahrnehmen. Der zweite Zugang sind Zeitschriften, Zeitungen, heißt vor allem wissenschaftliche Journale. Das finden Sie im Zeitschriftensaal der UniBib, aber wie gesagt auch sehr gut über die eLib. So, wenn Sie das alles abgegrast haben und dort sich schon ein bisschen informiert haben und organisiert sind, dann denke ich, kann man auch noch weiter im Internet suchen. Es gibt verschiedene Suchmaschinen, halt, es gibt halt nicht nur Standardsuchmaschinen, sondern es gibt zum einen Metasuchmaschinen, die ganz viele Suchmaschinen wieder durchsuchen und dann gibt es aber auch Spezialsuchmaschinen, die bestimmten Informationsbestand besser durchsuchen. Schauen wir uns gleich mal ganz kurz an. Also ich kann natürlich einfach in Google suchen und nach einem Begriff Schuhstrategie
integrieren im Internet zum Beispiel suchen. Dann habe ich hier ein bestimmtes Ergebnis. Ich könnte aber auch eine Metasuchmaschine beauftragen. Eine Metasuchmaschine ist eine Maschine, die ganz viele Suchmaschinen durchsucht. Hier bei MetaGer kriegt man auch immer gleich noch einen kleinen Spruch. So. Und jetzt kriege ich hier Treffer. Und da gucken wir uns noch mal einfach mal den ersten an. Das ist einfach nur ein Angebot. Gruppenveranstaltung. Sowas gibt es vielleicht auch an der Uni Bremen übrigens. Hier mal den nächsten an. So. Ja, also, haben wir schon hier eine Seite gefunden. Gucken wir mal, was hinten dabei bei Google als erstes gefunden. Ja, auch nicht schlecht. So. Das sind also. Nochmal ganz kurz, das ist Google allgemeine Suchmaschine, MetaGer eine Suchdienst, der mehrere Suchmaschinen durchsucht. Jetzt gibt es aber auch Spezialsuchend, wenn wir in den Firefox, ja, der hat nämlich in der Suchmaschine, da kann man verschiedene Suchen einstellen, also zum Beispiel könnte man auch auf Amazon nach Suchstrategien im Internet suchen und finde dann dort lauter Bücher dazu, zum Beispiel das Buch Effektive Suche im Internet und so weiter und so fort. Die Problematik ist bei diesen Büchern, wenn man hier sieht, von Juni 2001, das nutzt natürlich nicht mehr so ganz so viel. Für Google, für Firefox kann man lauter solche Suchplugins sich runterladen, sodass man Spezialsuchen machen kann. Zum Beispiel, wenn man ein Wort, das Wort suchen auf Englisch übersetzt haben möchte, dann hat man hier so ein Leo-Plugin und dann kriegt man hier Zugang auf diesen, dieses Online-Dictionary von Leo. Und so kann man sich also ganz viele Suchen hier installieren, um dann, habe ich auch MetaGer zum Beispiel drin, oder wenn ich eine Person suche, habe ich eine People Search Engine und so weiter und so fort. Das, solche zusätzlichen, es gibt auch einen Snap-in für Online-Kataloge, der SUB Bremen, da kann ich auch gleich mal schauen. Suchen im Internet, mal gucken, was die Unibib dazu sagt, ob es da ein Buch gibt. Suchen und Finden im Internet 2007 und das ist sogar eine Online-Ressource, die könnte ich, wenn ich im Campus jetzt zur Universität wäre, jetzt aktuell könnte ich die mir runterladen. Und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene solche Such-Plugins. Hier kann man die auch an- und ausschalten und man kann vor allem in Firefox dann auch, gibt es ganz, ganz viele Angebote für solche verschiedenen Suchmaschinen. Also jede Suchmaschine, die irgendwie akut ist, die hat auch so ein Plugin für Google, für Firefox bereit. Sehr schöner Dienst ist die suchfibel.de, die bietet Ihnen ein bisschen mehr Informationen zu, wie man eigentlich sucht, was für allgemeine Suchmaschinen es gibt, spezielle Suchmaschinen und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganz nette Website und ist auch ein bisschen aktualisiert worden in letzter Zeit. Insofern sollten Sie auf alle Fälle mal drauf schauen und sich ein bisschen zur Kunst des Suchens informieren. Das will ich hier auch nochmal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen. Also
Gute Suchen beginnen bei einem guten Suchbegriff und man muss manchmal ein bisschen schauen, wie viele und was für Resultate bekomme ich. Und dann muss man gegebenenfalls zum Beispiel auch Suchen eingrenzen, dadurch, dass man mehrere Wörter nutzt, dass man vielleicht Synonyme benutzt, wenn man irgendwas nicht findet oder was ganz anderes findet, als man eigentlich sucht. Gut ist es tatsächlich, wenn man dann mal etwas gefunden hat, was einigermaßen passt, sich genauer anzuschauen, was dort eigentlich für Schlüsselwörter, was für Schlagwörter dort so ein Text vorkommen, den man gut findet. Und dann fängt man damit an, genauer zu suchen.